Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Sin. Und ja, Freunde, heute UEFA Champions League Rückspiel, das Kracherduell. Real Madrid gegen den FC Bayern München heute im Bernabeu Stadion. Und uns erwartet mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Partie. Es ist nur eine Prognose in EAFC 24, Leute. Also kein Versprechen, dass die Partie echt auch so ausgeht. Und wir gehen rein in die Partie. Anschluss FC Bayern, Harry Kane stößt hier an und das Hinspiel, Leute, ging 2:2 aus, also es ist alles offen, es ist quasi wie 0-0 und das heißt natürlich, wenn diese Partie unentschieden ausgehen sollte, gehen wir hier in die Verlängerung und möglicherweise ins Elfmeterschießen. Aber erstmal Davis jetzt über links, Davis in die Mitte zu Kane, der schießt aber keine Probleme für Lunin hier den Ball zu halten. Lunin jetzt mit dem langen Abschlag auf Rodrigo, der kommt nicht an, Goretzka, Pavlovic, dir. Müller, Pavlovic, Müller, Müller, verliert den Ball, Mendy, Tchouameni, Fernandes, Fernandes, Bellingham, Rodrigo, Mendy, aber De Ligt kann den Ball abfangen, Neuer. Neuer mit dem langen Schlag nach vorne, der soll zu Kane, kommt auch an. Musiala, Müller. Der zurück zu Kimmich. Kimmich schickt jetzt Müller auf der rechten Seite mit der Flanke, die soll zu Harry Kane, aber leider zu kurz. Davis kriegt den Ball. Goretzka. Davis. Wieder Goretzka. Sané, Davis, Sané. Goretzka. Davis. Goretzka, Kane. Ah, wollte den Pass zu Musiala versuchen, aber kommt nicht an. Goretzka, Pavlovic, Müller, Musiala, Pavlovic, Goretzka. Verliert den Ball. Vinicius Junior, Rodrigo, Fernandes, Tchouameni, Valverde. Valverde hat ein bisschen Platz. Vasquez, Vinicius, Vasquez, Vinicius. Davis fängt den Ball ab. Goretzka. Sané. Sané hat über links ein bisschen Platz. Sané jetzt zu Musiala. Der weiter zu Kane. Kane alleine vor Lunin. Kane und da ist das 1-0 für den FC Bayern. Der FC Bayern geht hier im Bernabeu Stadion mit 1-0 in der 17. Minute in Führung. Unverdient ist es nicht. Gut herausgespielt. Und Kane hat da keine Probleme, macht das schön mit dem Außenriss. Keine Chance für Lunin. Somit der FC Bayern jetzt im Finale gegen Paris Saint-Germain. Laut EAFC 24 Prognose. Weil wie gesagt, Leute, das hier ist nur eine EAFC 24 Prognose. Das heißt natürlich nicht, dass Dortmund unbedingt am Dienstag gegen Paris verloren hat mit 3-0. Aber könnte natürlich passieren, man weiß nie. Aber wie gesagt, das hier ist nur eine Prognose. Das bedeutet, das ist keine Realität, beziehungsweise es ist nicht zu 100% sicher, dass die Spiele so ausgehen. Kimmich. Kimmich setzt sich schön durch. Kimmich. Müller. Müller. Zurück zu Kimmich. Aber Kroos fängt den Ball ab. Mondi. Mondi jetzt über links. Hat Platz. Mondi, der ist schnell, das sieht man. Mondi in die Mitte, aber abgefangener Ball. Kane jetzt. Müller. Müller. Kimmich. Pavlovic, Kimmich. Verliert den Ball. Fernandes. Mondi. Kimmich holt sich den Ball wieder. Müller. Kimmich. Kimmich. Zurück zu Müller. Müller. Pavlovic. Müller. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, aber Lunin hat keine Probleme, den Ball abzufangen. Also die erste halbe Stunde ist, finde ich, relativ ausgeglichen. Nur, dass Real Madrid bisher noch keine hundertprozentige Torchance hatte. Ja, also... Das macht der FC Bayern bisher ganz gut und somit auch die nicht unverdiente 1-0-Führung.
Und Real Madrid muss natürlich kommen. Rüdiger. Vázquez. Valverde verliert den Ball, aber Rüdiger holt den Ball zurück. Vázquez. Valverde. Vázquez kriegt den Abpraller von Davis, aber Davis holt den Ball wieder. Stark gemacht. Musiala, Pavlovic. Musiala. Sané. Sané. Goretzka. Davis. Davis hat Platz. Davis wollte den Pass auf. Kane versuchen, aber der kommt nicht an. Jetzt Real. Kroos. Mondi. Kroos. Tchouaméni. Kroos. Tchouaméni. Vinicius Junior. Bellingham. Rodrigo. Bellingham. Valverde. Abgefangener Ball vom FC Bayern. Sané. Kane. Kane hat jetzt wieder ein bisschen Platz. Kane im Laufduell gegen Rüdiger, aber ich denke mal, das Laufduell gewinnt Rüdiger, ja, aber Kane weiter am Ball, Musiala versucht mit dem Schuss, aber der kommt noch nicht mal aufs Tor, wird geblockt, Lunin. Abgefangener Ball von Musiala. Müller. Müller versucht mit dem Schuss, aber das müsste, nein, es gibt keine Ecke, es gibt Abschluss, okay. Also das war hier gerade eine Riesenchance für den FC Bayern auf 2-0 zu erhöhen. Hätte Musiala mal direkt abgezogen, aber hat er nicht. Somit bleibt sie beim 1-0 für den FC Bayern. Lunin, jetzt mit dem kurzen Abschluss auf Fernandes. Fernandes, Mondi. Mondi. Tchouaméni, Rüdiger. Valverde. Valverde. Abgefangener Ball von Davis. Dier. Müller. De Ligt. Pavlovic. Müller. Pavlovic. Davis. Schöne Seitenverlagerung. Davis, Goretzka. Ja, jetzt mit dem schönen Ball auf Musiala. Musiala. Musiala auf Goretzka, aber der kommt nicht an. Kroos. Und somit geht die erste Halbzeit zu Ende und es ist eine nicht unverdiente Führung für den FC Bayern. Und Real Madrid muss natürlich jetzt hier reagieren, denn Real Madrid liegt in Summe mit 2-3 aus Real Madrid Sicht hinten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder. Bis gleich. So, Freunde, damit sind wir auch wieder zurück in der zweiten Halbzeit des Champions League Halbfinal-Rückspiels zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Real Madrid liegt hier im heimischen Bernabeu-Stadion mit 1-0 hinten und somit in Summe liegen sie mit 3-2 hinten, denn das Hinspiel ging 2-2 aus. Real Madrid muss natürlich jetzt kommen, wenn sie hier mindestens eine Verlängerung wollen. Kroos. Kroos. Vázquez, Rodrigo, Bellingham. Bellingham schießt, aber Neuer mit einer Glanzparade. Kimmich erstmal mit dem Ball raus. Vinicius Junior jetzt mit dem Einwurf zu Bellingham. Der wieder zu Vini. Vini mit der Flanke, aber die kommt nicht an. Sané. Erik Dier. Dier. Davis. Sané. Musiala, Vorteil. Müller. Kane, Sané. Dier. Davis. Kane. Sané hat jetzt Platz über links. Sané mit dem Dribbling auf Musiala, aber wieder der Ball geblockt. Erstmal raus, aber Bayern bleibt im Ballbesitz. Pavlovic, Kimmich. Müller behauptet den Ball schön, Pavlovic. Aber Pavlovic verliert den Ball. Jetzt Real Madrid mit der Kontergelegenheit. Bellingham, Vinicius. Vinicius weiß nicht wohin, aber Bellingham, Valverde. Kroos. Vinicius. Aber erstmal Ball wieder raus vom FC Bayern. Kane. Müller. Jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Müller. Kimmich. Musiala. Abgefangener Ball. Lunin erstmal den Ball rausgeschlagen. Bayern kriegt den zweiten Ball.
Goretzka. Musiala. Musiala verliert den Ball. Okay, nach meiner Meinung nach eigentlich ein Foul, aber Schilde sagt nein, weiterlaufen. Bellingham. Mondi. Mondi. Bellingham. Mondi. Bellingham. Mondi. Bellingham. Bellingham. Tchouaméni. Fernandes. Rüdiger. Vázquez. Mondi. Bellingham. Mondi. Vinicius. Bellingham. Hat jetzt ein bisschen Platz über links. Bellingham mit der Flanke in die Mitte, aber die kommt nicht an. Musiala. Sané. Kane. Also man muss ehrlich sagen, Fazit nach 70 Minuten, Real Madrid kommt bei Bayern nicht durch. Das ist hier einfach Fakt. Real Madrid noch mit keiner so richtig gefährlichen Chance, außer die von Bellingham, der Distanzschuss. Aber ansonsten kommt Real Madrid nicht bei Bayern durch die Abwehr durch. Müller, Musiala. Musiala jetzt zu Kane. Kane will nochmal rüberlegen, aber da wäre vielleicht der Schuss besser gewesen. Jetzt Real Madrid mit der Konterchance. Rodrigo. Rodrigo. Kroos. Kroos. Vázquez. Kroos. Abgefangener Ball von Davis. Goretzka. Musiala. Kane. Müller. Kimmich. Kimmich auf Müller zurück. Müller. Kimmich. Pavlovic. Musiala. Musiala. Und das ist ein Foul. Und das ist. Ist das Elfmeter oder ist das Freistoß? Gibt es hier den Elfer oder gibt es hier Freistoß nur? Und das ist der Elfmeter, glaube ich. Und Real Madrid wechselt. Toni Kroos raus, Luka Modric rein. Ja, das ist der Elfmeter und der FC Bayern kann auf 2:0 erhöhen und das machen sie. Harry Kane hört auf 2:0 und somit schnürt Harry Kane hier den Doppelpack. Und somit ist das Bernabeu-Stadion erstmal ruhig gelegt. Klar gibt es hier die Pfiffe, aber 2:0. Real braucht jetzt ein Mega-Comeback. Ludin hat die Ecke aber zu gut geschossen, der Elfer von Harry Kane. Mondi geht jetzt auch nochmal raus. Doppelpack Harry Kane bescheidet die Bayern vielleicht das Halbfinale. Mondi wurde auch ausgewechselt. Für ihn jetzt. Keine Ahnung, erstmal Pavlovic raus und Guerrero rein. José Lu für Mondi drin. Und jetzt Vini. 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 Noch immer am Ball. Bellingham. Bellingham. Aber Ball geholt von Pavlovic. Müller. Kane. Kane. Musiala. Müller. 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 Weiter Müller am Ball. Auf Kimmich, Kimmich, jetzt alleine vor Lunin und das ist hier nicht die endgültige Entscheidung. Lunin mit einer starken Parade. Real Madrid wechselt nochmal Lucas Vázquez rein, raus, David Alaba rein. Und der FC Bayern wechselt auch nochmal, ich weiß jetzt nur nicht wer, Sané. Und raus mit dem Ball von Lunin, Sané. Gnabry kommt für Müller. Guerrero. Guerrero. Musiala, Musiala, aber... wieder geblockt. Also der richtig gute Tag heute von Musiala ist es nicht. Er hat zwar einen Elfer rausgeholt, ja, aber seine Dribblings sind heute leider nicht erfolgreich gewesen. Tchouaméni. Alaba. Alaba. Rodrigo. Alaba. José Lu. José Lu. Rodrigo, José Lu. Abgefangener Ball von Davis, stark gemacht. Davis zeigt heute echt eine gute Partie. Einwurf für Real Madrid. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Alaba. Rodrigo. Alaba. Alaba. Jetzt im 16er auf José Lu. José Lu nochmal mit einer Chance. Die erste wirklich nennenswerte Aktion im 16er. Aber neuer Held. Vinicius jetzt mit dem Eckball. 90. Minute. Lunin ist mit vorne. Davis erstmal raus mit dem Ball. Vinicius. Bellingham. Rüdiger, Rodrigo, Vinicius. 2 Minuten Nachspielzeit bleiben. Hier Real Madrid noch, um hier noch das
2:2 zu machen, aber der FC Bayern wird diese Partie gewinnen, da bin ich mir zu 100% sicher. Jetzt der FCB nochmal mit einem Konter. Kane. Aber daraus wird nichts. Somit, Freunde, zieht der FC Bayern. Oh, und Goretzka macht hier nochmal wegen Lunins Fehler das 3:0. Das ist nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte für den FC Bayern. Und natürlich ein schwerer Patzer von Lunin. Somit die Partie zu 1.000.000% entschieden. Ja, Leute. Der FC Bayern steht im Finale der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain. Ich hätte mir eigentlich das deutsche Finale gerne gewünscht, aber es ist so, wie es ist. Der FC Bayern gewinnt im Bernabeu-Stadion mit 3:0. Es ist, Leute, wie gesagt, nur eine Prognose. Denn ich glaube nicht, dass Bayern in Madrid im Bernabeu-Stadion mit 3:0 gewinnen wird. Ich kann mir zwar vorstellen, dass der FC Bayern in echt gewinnen wird, aber nicht 3:0, glaube ich nicht. Harry Kane heute mit einer fantastischen Leistung, Versuche 3, daraus 2 Tore gemacht. Also, gute Leistung von Kane, Man of the Match. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, Leute, das war's von diesem Video. Wie gesagt, laut der Prognose in EAFC 24, Finale PSG gegen Bayern. Ansonsten würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haut rein, bis dann und ciao, ciao.